Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Kurz vor Ende dieser Legislaturperiode ist noch einmal ein guter Tag für Deutschland. Denn heute beschließen wir mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz nach langer Zeit, auch nach Zeiten der Blockade, lieber Carsten Schneider und liebe Kollegen der SPD, wir hatten das Ganze ja schon mal im Referentenentwurf des BMWi. Und dann wurde das großzügig vor der NRW-Wahl herausgestrichen. Genützt hat es dem Wahlerfolg nicht, aber jetzt können wir diesen Punkt letztendlich nachholen und können hier eine wichtige Entscheidung im Sinne der Energiewende für die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger treffen. Denn keinem Menschen in Deutschland ist doch erklärbar, warum diejenigen, die die Ausbaulasten baulicher Natur in ihren Bundesländern haben, auch die finanziellen Lasten zu tragen haben, selbst wenn sich der eigene Nutzen für Sie und für die Region in überschaubaren Grenzen hält. Und da will ich ein Beispiel aus meiner Heimat bringen mit der Thüringer Strombrücke. Wir leiten den Strom von Nord nach Süddeutschland, haben den Ausbau vor Ort im Freistaat Thüringen, tragen die Kosten, aber der Nutzen für unseren Freistaat ergibt sich hier nicht, sondern erst für die energieintensiven Unternehmen oder für die Gewerbetreibenden und die Verbraucher in Süddeutschland. Deswegen schaffen wir einen Punkt ab, nämlich die Stromleitung vor der Nase und die Rechnung im Briefkasten. Und deswegen haben wir mit dem heutigen Gesetz einen Vorschlag gemacht, wo wir die Kosten für unsere Stromnetze auf viele Schultern verteilen. Wir entlasten Bundesländer im Norden, im Osten, aber auch im Süden, im Tennet-Gebiet. Und die größten Unterschiede der Netzentgelte gibt es übrigens im Freistaat Bayern. Und deswegen ist es ein Gebot der Fairness, dass wir hier die regionalen Unterschiede bei der Höhe der Übertragungsnetze beseitigen. Ich glaube, wir können die Energiewende nur zu einem Erfolg bringen, wenn wir diese Kosten auch gesamtgesellschaftlich angehen. Und da lohnt ein Blick in die derzeitige Ausgangssituation. Derzeit haben wir im Norden und Osten unseres Landes Netzentgeltpreise, die zu einem Drittel des Strompreises in diesen Gebieten beitragen. Stromabnehmer müssen hier teilweise 7 Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen als beispielsweise in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen. Und die Industrie- und Handelskammer in meinem Wahlkreis hat herausgerechnet, was das bedeutet für ein mittelständisches Unternehmen aus der Kunststoffbranche, die von heute auf morgen ihren Unternehmersitz wechseln können und in ein Gebiet wechseln können, wo es niedrigere Preise gibt und hier mehrere 10.000 Euro im Jahr weniger anfallen würden. Das heißt, wir erleben heute schon, dass die Netzentgelte in der Wirtschaft ein maßgeblicher Kostenfaktor sind, maßgeblich nicht gleich in Deutschland verteilt sind. Und deswegen ist es richtig, dass wir diesen Nachteil bis zum Jahr 2023 vollständig abschaffen. Das ist ein gutes Signal für unsere gewerblichen Stromabnehmer in den neuen Bundesländern, aber auch zum Beispiel in Schleswig-Holstein, in Hamburg, teils auch in Bayern. Und wie das bei einem Kompromiss üblich ist, man trifft sich in der Mitte. 12 von 16 Bundesländern profitieren von dieser Regelung. Das bedeutet aber auch, manche Bundesländer müssen in Zukunft höhere Anteile der Netzinfrastrukturen leisten. Und deswegen ist es richtig, dass wir im parlamentarischen Prozess, und da danke ich dann auch dem Koalitionspartner der SPD, aber auch den Verhandlungsführern der Union zusammen mit dem BMWi, dass wir es geschafft haben, die Vereinheitlichung nicht von heute auf morgen zu machen, so wie es im ursprünglichen Plan des BMWi vorgesehen war, sondern dass wir dafür einen Anpassungszeitraum definiert haben, der letztendlich auch Planbarkeit schafft. Herr Krischer, deswegen ist auch Ihr Vorwurf falsch, dass wir mit der Regelung das in die Zukunft verschleppen, sondern letztendlich sorgen wir für alle Beteiligten in Ost und West, weil wir die Energiewende gesamtgesellschaftlich in Deutschland gestalten, eben hier auch eine Planbarkeit machen wollen. Und auch das ist eine Frage der Fairness dieser Energiewende. Zu den vermiedenen Netzentgelten wurde schon richtigerweise angesprochen, dass wir hier die nicht steuerbaren Energieerzeuger wie Wind oder Solar hier herausnehmen, weil sie keine netzentlastende Wirkung haben. Und deswegen ist es auch richtig, dass der grundsätzliche Fortbestand der Regelung für KWK-Anlagen oder große Biomasseanlagen für Neuanlagen bis einschließlich 2022 fortbesteht. Es ist energieeffizient, es ist steuerbar und daher netzentlastend.
Und deswegen ist auch diese Sonderregelung, die wir hier für die KWK-Anlagen treffen, eine gerechtfertigte Entscheidung im Sinne der Energiewende. Und auch hier will ich noch einmal auf den Vorwurf der Grünen eingehen, was die Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlagen angeht, dass diese durch dieses Gesetz gefährdet werden. Ich habe das mit meinen lokalen Stadtwerken, aber auch den Stadtwerken in meinem Heimatfreistaat rückgekoppelt. Und hier ist ein ganz anderer Punkt zutage getreten, dass nämlich die Energievorsorger von sich aus sagen, sie begrüßen ausdrücklich diese Regelung, die wir jetzt getroffen haben, weil sie nämlich Planungssicherheit schafft, weil sie die Rolle stärkt der KWK-Anlagen als Energieversorger und hier anerkennt, dass diese Anlagen einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität dank der flexiblen und steuerbaren Einspeisung leisten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich möchte ich auch auf einen Punkt noch eingehen zum Abschluss, der die Zukunft betrifft und vor allem die Aufgabe der nächsten Legislaturperiode. Wir folgen mit dieser Entscheidung heute einem Beschluss der Länderkammer. Und mit diesem Gesetz gestalten wir, wie wir es auf beiden Seiten des Hauses auch debattiert haben, die Energiewende ein Stück weit gerechter. Aber das ist der Anfang, denn letztendlich müssen wir auch in Zukunft weitere Anpassungen und Reformen vornehmen. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen eine grundlegende Überarbeitung der Netzentgeltstruktur in der nächsten Legislaturperiode. Wir müssen den Netzausbau noch stärker mit dem Ausbau der erneuerbaren Energieträger koppeln. Ich will da mal ein Beispiel liefern. Das Land Niedersachsen äußert permanent die Wünsche, dass doch mehr im Ausbau der Anlagen getan werden könnte. Die Landesregierung hat es aber bis zum heutigen Tag nicht fertig bekommen, auch nur einen einzigen Meter Netzausbau in diesem Bundesland zu bauen. So können wir die Energiewende nicht erfolgreich gestalten, wenn wir mit dem Netzausbau nicht hinterherkommen, wenn wir Offshore-Anlagen wie Borwind 3 nicht anbinden können, der Strom stückweise im Sand sprichwörtlich versackert. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier auch schauen müssen, dass wir bei der Energiewende Netzausbau vor Anlagenausbau gewährleisten müssen, um diese Energiewende zu einem Erfolg zu bringen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss eint uns, glaube ich, ein Ziel. Wir haben in dieser Legislaturperiode einen Systemwechsel hingelegt. Ein Systemwechsel von reiner Planbarkeit und Planwirtschaft, wenn es um den Ausbauzeitraum, den Ausbaukorridor und die Höhe der Vergütung angeht, zu Ausschreibemodellen. Und wir haben jetzt gesehen, dass die erste Ausschreibung im Offshore-Bereich gezeigt hat, dass auch mit 0 Cent Subventionen Anlagen gebaut werden können. Das ist das Ziel für die nächste Legislaturperiode, dass sich die erneuerbaren Energieträger in Zukunft ohne Subventionen selber tragen müssen. Denn das Ziel, was wir mit dieser Energiewende verbinden, ist soziale Bezahlbarkeit, wirtschaftliche Vertragbarkeit, aber auch Netzstabilität. Und diesem Gesetz dient letztendlich auch das Ziel, was wir heute vorgelegt haben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.